70 Jahre Ostbad. Happy Birthday der eleganten Dame. Wir haben wirklich ein ganz buntes Programm für Jung und Alt, für sportlich und nicht sportlich. Für die Kinder gibt es Puppentheater, wir haben den Neptun hier vor Ort, ganz viele Animationsspiele. Aber auch für Menschen, die sich fit halten wollen, kann man heute unsere Aquabalance-Kurse hier mal im Wasser probieren. Es gibt Massagen, das ist auch eine Premiere. Wir haben einen Massagepavillon aufgebaut und man kann hier Schnuppermassagen erleben. Und ein großes Highlight ist unsere Bademodenshow, wo Gäste angesprochen worden, sich bei der Bademundshow zu beteiligen. Und wir sind schon ganz gespannt, was wir nachher alles Schönes hier sehen dürfen. So ein Freibad hat an sich schon einen ganz besonderen Reiz. Man trifft sich hier von jung bis alt. Also man hat hier ganz tolle Kindeserinnerungen dran. Ich muss sagen, wir hatten wirklich eine schöne Kindheit hier im Bad, weil wir ja mit dem Bad groß geworden sind. Das Ostbad und ich haben eine besondere Verbindung, wie fast jede unserer Bäder, aber tatsächlich war das hier mein Ausbildungsbad. Da haben wir dann zu viert oder zu fünft auf so einem Traktorreifen gesessen. Hier im Ostbad ging das nicht so gut, da hat die Schulmeisterin immer rumgeschimpft, also unsere Schwester. Und man hat seine erste Freundin ja kennengelernt hier. Wir sind ja nicht nur als Jungs ins Bad gegangen. Genau. Wir haben dann mit Autolicht und Motorradlicht und allen möglichen Stehlampen haben wir dann das Becken beleuchtet, damit wir sauber machen konnten in der Nacht und so schnell wie möglich wieder aufzumachen. Es war eine schöne Zeit. Aber die allerschönste Sache hier im Ostbad ist, wenn man eben beim Frühschwimmen in diese Richtung schwimmt und dann genau den Moment abpasst, wo hinter dem Jens sich die Sonne durchbricht. Das ist unbeschreiblich, kann ich nur jedem empfehlen. Mach das mal. Ich fand das eine sehr wichtige und gute Entscheidung, dass man sich eben für die heutige Variante entschieden hat. Denn wir haben mit dem Schleichersee oder dem Südbad in Jena wirklich ein wunderschönes Naturbad und hier dann genau das Gegenteil. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Meilenstein. Und das ist einfach ein Idyll in der Stadt. Also hier ist Schwimmen viel, viel mehr als nur Schwimmen. Hier ist Schwimmen und Wohlfühlen. Es waren für uns Kinder Bombenbäder. Wir wussten jeden Tag in Ferien, wo wir hingehen. Ja, und in den letzten Jahren haben wir hier, glaube ich, sehr viel saniert, aufgehübscht, viel für die Kinder geschaffen. Wir haben einen wunderschönen großen Spielplatz. Das brauchen wir unbedingt, sei es für das Sportliche, dass die Kinder schwimmen lernen, aber eben auch für den Spaß, sieht man ja gerade hinter mir. Es ist nicht wegzudenken. Und dass wir inzwischen genügend Wasserfläche haben für die Jenaer Bevölkerung, ist nicht selbstverständlich und sehr, sehr gut, dass wir das haben schaffen können. Uns lernen im Jahr um die 1200 Kinder das Schwimmen, das ist jede Menge. Und das ist auch ganz, ganz, ganz wichtig, weil das macht das Schwimmen sicher. Meine Kinder mussten für die Prüfung prinzipiell ohne Festhalten 100 Meter schwimmen. Das würde also heißen, 4 große Bahnen. Und wer das geschafft hat, konnte stolz behaupten, er kann nicht schwimmen. Aber das Schwimmen ist eines der wichtigsten Sachen, die Kinder lernen sollten. Und ich habe bestimmt vielen hundert Kindern schwimmen gelernt. Ein Wohlfühlbad und das mitten in der Stadt, gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen. Ich bin froh, dass wir es haben. Ja, ich wünsche den Ostbad noch eine ganz, ganz lange Zeit natürlich und dass wir uns weiter gemeinsam so schön entwickeln können. Vielen Dank für eure großartige Arbeit und ad multos annos. Happy Birthday, Ostbad!